Heute geht es um die Evolution der Lego-Roboter. Dazu werde ich auf BoltiX, Scout, Mindstorms und Cybermaster-Systeme eingehen. 1998 ist erst der Cybermaster und dann der Lego Mindstorms RCX erschienen. Der Cybermaster war ein Stein, in den zwei Motoren integriert waren und der noch weitere Anschlüsse für weitere Bauteile hatte. Der RCX, der erste Ableger der Mindstorm-Familie, hatte drei Eingänge, drei Ausgänge und auch ein kleines Display. In ihm waren keine Motoren integriert. 1999 ist dann das RDS, das Robotics Discovery System, der Scout und das Robotics Invention System Upgrade gekommen. Das Robotics Discovery System besteht hauptsächlich aus einem blauen Stein, der ähnlich zu dem NXT aussieht, der schon integrierte Sensoren hat. Und außerdem soll er Einsteigern den Umgang mit dem Mindstorm besonders leicht machen. Der Scout, eigentlich ist es der Mikroscout, ist ein Stein, der aus einem Bauteil besteht und der hat integrierte Motoren und Sensoren. Er wurde nur mit Star Wars Lizenzen verwendet und es gibt davon zwei Versionen. Aber die zweite ist erst ein Jahr später erschienen. Außerdem ist noch das Robotics Invention System 1.5 rausgekommen, wobei der RCX ziemlich gleich geblieben ist. Aber es leichte Teiländerungen gab. Kommen wir auch schon in 2000 an. Da kam ein neues Mikroscout-Set raus. Und zwar das Darkside Developer Kit. Davor war es das Druid Developer Kit. Und das ist das zweite System aus der Reihe mit den Star Wars Lizenzen. Und schon wieder ein Jahr später, 2001, kam noch ein weiteres Robotics Invention System Upgrade raus. Und zwar zu dem Robotics Invention System 2.0. Da gab es wieder ein paar mehr Neusteine und der RCX wurde leicht verändert. 2002 kam der Spybotics raus. Davon gibt es insgesamt vier Versionen, die eigentlich alle den gleichen Hauptstein enthalten, aber verschiedene Antriebssysteme haben. So gibt es zum Beispiel welche mit Rädern, welche mit Plastikteilen zum Antrieb und welche mit Ketten. Sie wurden ferngesteuert. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung auf 2006. Da kam nämlich der Lego Mindstorms NXT raus, die erste Generation. Der besteht jetzt aus einem neuen weißen Stein, im Gegensatz zum RCX, der weiß ist, und kam mit vier Sensoren und drei Motoren. Nur in diesem System war einmal der Lichtsensor integriert, der später durch den Farbsensor ersetzt wurde, und außerdem der Tonsensor, der später durch einen weiteren Berührungssensor ersetzt wurde. 2009 kam das Videosystem und der NXT 2.0 raus. Das Videosystem führt schon wieder einen neuen Adapter ein, und zwar einen, mit dem man vom Computer aus Power Functions Anschlüsse steuern kann. Dazu sind dann ein paar Sensoren rausgekommen und man konnte damit Power Functions Motoren ansteuern. Außerdem kam dann Lego Mindstorms NXT 2.0 raus, der vor allem einen neuen Farbsensor hatte, womit der Lichtsensor abgelöst wurde. Und er hatte im Gegensatz zu dem Tonsensor noch einen zweiten Touch, also Berührungssensor. 2013 kam dann also die neueste Mindstorms-Generation raus. Der Lego Mindstorms EV3. Dabei wurde schon wieder der Hauptstein verändert zu einem etwas blockförmigeren Stein. Und es ist ein neues Set rausgekommen, das nur noch drei Sensoren und drei Motoren enthält. Dafür wurde aber noch eine zweite Motorenart eingeführt für den EV3, und zwar der M-Motor.